Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem Atelier am Rhein. Hier ist wieder Andrea und ich habe heute wieder einen Glückskick für euch. Ja, du siehst heute ein bisschen mehr Material hier auf dem Tisch. Wir wollen heute wieder so etwas machen wie schon beim Sternbuch, nämlich so ein kleines Heftchen. Nur, dass wir das heute quasi als Geschenkkarte bearbeiten. Also wir machen ein Heft daraus, wo du kleine Grüße reinstecken kannst oder du kannst auch Geld da reinstecken, Tickets oder so, was du möchtest. Ich habe hier mal eins fertig, das ist mit der Hand genäht. So werden wir das heute nicht machen. Handnähen war furchtbar anstrengend, das werde ich nicht wieder machen. Aber du siehst, es hat hier solche Taschen und da kann man was reinmachen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ich dir zeigen möchte. Das ist ein bisschen aufwendiger gestaltet, jetzt mit Bändern und das habe ich, das ist genäht. Hier siehst du das vielleicht hier an den Seiten längs. Da sind die Taschen für was reinzustecken, sind 4 Stück insgesamt. Und 4 Stück wollen wir dieses Mal auch machen. Nur, dass wir die Mittelfläche freilassen, um da einen Gruß vielleicht reinzuschreiben oder wie auch immer zu dekorieren. Ja, und wenn man dabei ist, Dinge zu tun, die andere oder einen selbst glücklich machen, dann passiert Folgendes. Ich fand beim Zusammenräumen unserer Utensilien heute eben gerade diesen Satz. Ist das nicht herrlich? Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein, sagt der Dalai Lama. Und ich finde, er hat total recht. Okay, das ist ein altes, ja, einfach ein Rest von dem Papier. Ich stelle mir das jetzt hier nebendran, damit ich das immer sehen kann. Gleich in die Nähe von meiner Kaffeetasse, zu der ich auch immer mal greife. Also, lass uns loslegen. Und zwar fangen wir an mit Farbe. Also heute geht es richtig ab mit, also richtig ab. Heute machen wir ein bisschen was mit Acrylfarbe. Du hast vielleicht noch so ein bisschen, also es muss nicht Acrylfarbe sein, du hast Plackerfarbe vielleicht zu Hause oder hast noch Reste von Wandfarbe oder sowas in der Art da. Und ansonsten Acrylfarbe kriegst du auch relativ günstig immer mal bei den Discountern, wenn du Lust hast. Oder findest du auch in manchen Drogeriemärkten in den Abteilungen für Schulsachen, Bastel und in Anführungszeichen Künstlerbedarf. Okay, ich möchte heute so ein bisschen, habe mir hier Grün und Orange rausgelegt und so ein dunkles Blaugrau, eine handgemachte Schablone dazu. Das ist aber wirklich, Schablone, vielleicht hast du eine, vielleicht nicht. Das geht auch ohne Schablone, das ist einfach nur jetzt für die Dekoration. Ich habe hier als Papier ein etwas festeres Papier. Das ist ein Skizzenbuch, was ich hier habe. Du kannst aber auch auf einem quasi normalen Kopierpapier arbeiten. Die Acrylfarbe ist relativ trocken, ist nicht so feucht und wird sich dann auch nicht so wellen. Aber durch die Acrylfarbe kriegt es dann nochmal so ein bisschen Stand. Gut, ich zoome mal so ein bisschen wieder drauf, ein bisschen näher. Und lass dich jetzt, während ich Farbe auftrage, ein bisschen mit Musik allein. Bis gleich. Achso, noch was zum Farbauftrag. Ich verwende dafür keinen Pinsel oder so, sondern ich tupfe mir was auf die Fläche und benutze einen Spachtel dafür. Du kannst auch eine alte Plastikkarte dafür benutzen oder ein Tapezierspachtel, irgendwas in der Richtung. Obwohl der Tapezierspachtel durchaus ein bisschen hart zum Papier ist, lieber was aus Kunststoff oder Gummi, sowas in der Art. Und dann verteile ich mir das jetzt lustig auf dem Blatt. Oh, viel Spaß beim Farbe verteilen. Thank you.
So, unsere farbige Außenhaut des Heftchens ist jetzt fertig. Ich habe auch schon mein Papier aus dem Block gelöst und die Seitenkante abgeschnitten. Diese Kante, wenn du Mixed Media machst, schmeißt die auf gar keinen Fall weg. Die machen so schöne, tolle Sachen. Ja, also die kannst du wunderbar als Collagenmaterial einsetzen. Das ist, ja, ich liebe das. Okay, dann kommen wir dazu, jetzt das Heftchen zu falten. Achso, ich habe hier nochmal das Material hingelegt, was wir jetzt in dem zweiten Schritt brauchen. Und es geht jetzt ganz schnell und dann ist unser Heftchen fertig. Wir brauchen das Blatt, die Schere, wir brauchen den Tacker. Ich mache das heute mal mit dem Tacker. Ich arbeite sonst nie mit dem Tacker. Die Variante ist Nähen. Das zeige ich dir jetzt nicht. Es gibt ein extra Filmchen, glaube ich. Dann braucht man eine Ahle oder nur eine Nadel und einen Faden oder Band. Ne? Machen wir gleich. Okay, jetzt falten wir erstmal. Und zwar faltest du deine mit der Oberseite dein Blatt einmal längs zur Hälfte. Einmal so und auch wieder die Oberseite sichtbar mittig zur Hälfte. So, no, dann hast du jetzt hier die vier Knicke, also zwei Knicklinien. Okay, dann lässt du das so rumliegen und faltest die Seiten zur Mitte. Also hast dann quasi den zweiten und dritten senkrechten Knick, gibt es dann in die andere Richtung. Ne? Das wird dann hier so eine Ziehharmonika. So. So, ich drehe das Blatt jetzt mal um und zeichne die Knicklinien hier nochmal mit einem dunkleren Stift nach, damit du die sehen kannst. Also einmal hier bis nach innen. Einmal hier und einmal hier bis nach außen. Und die durchgehende Mittellinie. So. Super. Das ist nämlich unsere Aufteilung jetzt. Und wir schneiden jetzt, ich mache es jetzt mal auf der Seite, damit du es besser sehen kannst. Eigentlich mache ich das sonst auf der sichtbaren Seite, aber damit du besser sehen kannst, wie. Also wir falten es zur Hälfte, dass du wie so ein A5-Format hast. Und dann schneidest du hier entlang dieser Faltkante einmal ein, und zwar nur bis zur Kreuzung. Nur bis dahin. So. Und dann faltest du dein Blatt wieder auf, legst es mit der Oberseite hin, fasst es hier an dem Knick an, hebst du den an und dann, ups, siehst du, dadurch, dass wir das so Ziehharmonika-mäßig gefaltet haben, knickt sich das jetzt schon ganz alleine zum Heftchen. So. Jetzt drückst du dir das überall mal ein bisschen an, knickst es einmal so, drehst es um und zwar so, oh, ich muss es hier nochmal wieder rumfalten, dass vorne ein geschlossenes Stück ist. Ne? Also hier ist oben offen, unten offen, aber die Vorderkante ist zu und beim nächsten ist die Vorderkante offen. So, jetzt kannst du einmal durchblättern. Oh, hier ist das Blümchen, schön in der Mitte, das ist ja süß. Das ist deine Mittel. Das ist die Mittelfläche. Die werden wir so als Fläche belassen. Hier kannst du dann Gruß drauf schreiben. Hier ist wieder eine Seite zu, eine Seite offen. Und das ist die Rückseite. Und auch da hat es mit dem Blümchen gepasst. Wie schön. Okay, jetzt werden wir ein bisschen was schneiden und tackern. So. Und zwar nimmst du dir hier diese offene Seite, knickst die einmal bis zur Mitte und dann knickst du sie nochmal entweder
entweder hier oben anliegend oder unten anliegend, je nachdem, wie es dir von deinem Dekor her besser gefällt. Und knickst es einmal um. Dann hast du hier wie so ein Tütchen quasi. Um das geht es uns aber gar nicht. Wir brauchen dann die Tasche, die hier hinter entsteht. So, und jetzt kommt der Tacker zum Einsatz. Du hebst dir das ab, sodass es auch von der Rückseite hier absteht. Und machst dir eine, tackerst das einmal fest. Siehst du, dann ist das hier, faltet sich nicht mehr auf. Okay, jetzt haben wir aber hier noch das ganze Ding offen und wir wollen eine Tasche haben. Also nehmen wir jetzt diese Rückseite hier noch dazu und machen einen Tack hier. Kannst du auch andersrum machen. Jetzt ist hier auf der Rückseite die offene Klammerkante. Das ist, wie du möchtest, wie es dir besser gefällt. So, wir wollen 4 Taschen haben, das heißt, also hier auf die Seite wollen wir auch noch eine haben. Und dafür schneide ich mir jetzt hier, das mache ich total freie Schnauze und ich mache es jetzt hier an der Blume vorbei, das hier so ein bisschen ein. Ich schneide hier jetzt quasi einen Streifen raus und dann schaust du, dass du hier ungefähr auf der gleichen Höhe kommst. Und den Streifen knickst du dir nach unten um. So, dann hast du hier einen Eingriff quasi und mit diesem Streifen machen wir jetzt gleichzeitig hier unten diese offene Kante hier zu. Also du knickst es um auf die Vorderseite, so, und da machst du dir auch wieder einen Tacker rein, aber pass auf, dass du dann nicht so hoch kommst, weil, ich zeig's dir mal auf der anderen Seite, wenn du das zu hoch tackerst, also da weiter reingehst, dann kannst du nämlich nur bis hier oben hin reinstecken. Und weiß nicht, wenn du einen 100-Euro-Schein oder einen 500-Euro-Schein da verstecken willst, dann brauchst du schon ein bisschen mehr Platz. Also lieber ans untere Ende tackern. Na, ich hoffe, ich habe genug Klammern hier drin. Okay, ne? Dann sieht das so aus. Hier hast du nochmal ein Schnippelchen. Und hier kannst du auch noch was draufkleben, draufschreiben, zeichnen, wie auch immer. So, unsere erste Doppelseite ist fertig. Die mittlere Seite bleibt so. Da kommt dann unser Gruß drauf. Und jetzt haben wir nochmal so eine Doppelseite wie vorhin mit einer offenen Kante. Und auch hier eine offenen Tasche. Ne? Dann machen wir das gleiche nochmal. Auch wieder von oben her falten bis zur Mitte und wieder zurückfalten. Diesmal mache ich es mal andersrum, dass das Tütchen von oben her kommt, nach unten offen ist. Und auch hier wieder abheben. Aufpassen, dass es also nicht mit der Rückseite hier zusammentackern, sonst ist deine Tasche futsch. Einmal hier tackern und jetzt mache ich es mal andersrum, von außen einmal hier unten tackern und schon ist deine Tasche zu. Du wirst jetzt wahrscheinlich anmerken, hier ist ja noch offen, aber das machen wir ganz am Schluss zu. Okay, und auch hier jetzt wieder den Streifen rausschneiden. Wo du den platzierst, ist ganz dir überlassen und auch wie breit oder wie schmal du den machst, das ist ganz egal. So, hier hat mir sogar mein Dekor schon eine Linie gelassen. Cool. Einmal umknicken. Einmal auf die Vorderseite falzen. Auch hier unten entlang der Kante. Und auch wieder einen Tacker rein. Diesmal mal von der Vorderseite. Ups, nicht ganz geworden. Das hab's. Nee, komm her. Das ist vorne schon so gemacht. Hier habe ich jetzt ein bisschen zaghaft gedrückt und dann verbiegt sich schon gleich die Klammer. So, jetzt aber. Okay, das war's schon quasi, fast. Denn jetzt müssen wir hier oben das ganze Offene hier noch irgendwie zusammenbringen. Und das machen wir folgendermaßen. Du nimmst dir eine weiche Unterlage und eine Ahle. Das ist so ein Schuhmacherwerkzeug, Buchbinderwerkzeug. Für Leder ist es gedacht. Auf jeden Fall kannst du damit gut mehrere Lagen durchstechen.
Ich habe hier auf meinem Arbeitsplatz immer mehrere Tücher liegen. Also ich habe den ganzen Stapel an alten Laken immer drunter, da arbeite ich am liebsten drauf. Und dann guckst du mal, wie wo die Falze hier sind von der Rückseite und gehst so ein bisschen rein ins auf die Innenseite. Nicht ganz oben, weil wir haben ja hier jetzt was reingefaltet und wir wollen das alles irgendwie mit erwischen. Also hier ein bisschen runter gehen, so ein Zentimeter, anderthalb und einen halben Zentimeter ungefähr nach innen. Und da stichst du dann einmal durch das ganze Papier durch. Das geht auch mit einer dicken Nadel, wenn du ein dünneres Garn benutzt. Aber ich habe hier so ein schönes Band gefunden, was ich nehmen will. Und dann brauche ich ein bisschen ein größeres Loch. Na, du siehst, hier sind wir einmal, ich hole nochmal wieder die Unterlage, dann siehst du es wahrscheinlich besser, einmal durch. Gut, dann kommt unsere Nadel ins Spiel. Das kann jetzt eine stumpfe Stopfnadel sein oder eine spitze Stopfnadel, das ist egal. Irgendwas, wo dein Faden durchpasst. Ich habe jetzt hier noch so ein schönes Bastband gehabt, das nehme ich. Und das passt farblich so schön. Und ziehe das dann durch. So, dann hat die Nadel schon ihren Dienst getan. Ich ziehe mir das hier so auf halbe Länge. Und machen einen Knoten rein. Knoten, Schleife, was auch immer. Da ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn du magst, fädel vielleicht ein paar Perlen auf oder sowas, die dann hier noch dran entlang baumeln. Ich mache jetzt einfach mal hier nur so einen Halbknoten rein. Ja, und nein, ich mache meine Lieblingsschleife wie immer. Ich mache immer so gerne Schleifen. So, ein grünes Schlüppchen. So, und hier ist es, unser Geschenkbüchlein. Ist es nicht herrlich? Ich freue mich gerade schon wieder, weil das so super schön geworden ist mit den Blumen. Hier, da. Und hier guckt sie raus. So, und jetzt kannst du... Das war jetzt Mistake, ein Fehler. Vorhin in der Probe ging es einfacher, weil ich dann normalen Faden genommen habe. Wenn du so ein breiteres Band benutzt wie ich, dann lass da ein bisschen Spielraum. Ne? Dann kann sich das leichter hier aufhalten. So. Genau. Und zieh nicht so fest, sonst hast du dann, hier laufe ich schon wieder Gefahr, dass das Papier hier auseinanderbricht. Also nicht so fest, nicht so stramm ziehen und lieber ein bisschen weiter weg vom Rand. Dein Loch machen für das Band. Jetzt mache ich wieder die Schleife drauf. Okay. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Durchlauf. Und so ganz spaßeshalber mal so ein paar Kärtchen hier rein. Die habe ich gerade hier liegen, meine Blumen und Affirmationskärtchen hier an der in der Mitte. Vielleicht magst du da was draufkleben noch für einen netten Gruß, einen Geburtstagswunsch oder sonst irgendwas. Und auch hier wieder, ich habe jetzt keine Scheine zur Hand, sonst würde ich einfach mal Geldscheine eintüten. Okay, ne? Das war's. Ich kann mir das jetzt schon wieder eine halbe Stunde lang angucken, weil das so schön geworden ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Glückskick und vor allen Dingen wünsche ich dir große, große, begeisterte Augen, wenn du damit Geld verschenkst oder ein Ticket. Oder ein Ticket ist ja im Moment nicht so angesagt, aber eignet sich ganz toll für Geldgeschenke. Und wenn du das Band dünner hältst und das flach so ausbreitest, kannst du es sogar in einen Briefumschlag tüten und jemandem schicken. Also, das war's für heute. Viel Spaß mit deinem Glücksheftchen und wir sehen uns beim nächsten Glückskick. Bis dann. Ciao.